Orientalischer Tanz trifft auf zwei Urbayerinnen. Was läge näher? Das jedenfalls hat sich der TSC Rot-Weiß Casino Dingolfing gedacht und damit den Rahmen für seine 7. orientalische Nacht geschaffen. Für die beiden Freundinnen Bertha und Elfriede entpuppt sich die gebuchte Kaffeefahrt als Expedition ins Unbekannte. Wo sind wir? Fragt Bertha ihre Freundin Elfriede und die antwortet: Ich hab keinen blassen Schimmer, aber es schaut sehr exotisch aus. Da ein Schulter. Istanbul. Ja, wo um Himmels Willen ist denn das? Na so, das kann ja heute nicht mehr. Komik und Überraschung als Aufhänger für die Geschichte, die die Zuschauer in verschiedene Städte und verschiedene Situationen entführt. Die Reise geht über Istanbul, Kairo und Dubai und steuert Marktplätze, Palastfeste und Kellerbars an. In diesem Rahmen verschmelzen Charakteristika wie Tanzaccessoires und moderne Elemente in Form von Popmusik und Bollywood-Einflüssen zu einem unterhaltsamen Ganzen. So kurzweilig sich das Programm präsentiert, so abwechslungsreich kommt auch die Choreografie daher. Kraftvoll und stolz, aber auch weich, kokett und weiblich zeigt sich der orientalische Tanz. In jedem Fall überzeugt der Tanzverein darin durch sauber getaktete Bewegungen. Dahinter stecken natürlich etliche Trainingsstunden. Und doch ist die tänzerische Darbietung auf der Bühne nicht die größte Herausforderung gewesen. Die ganze Planung rundherum, also wie gestalten wir die Bühne, wie soll sie ausschauen, wer baut sie, wie soll die Geschichte sein, dass die Tänze dann zu der Geschichte passen oder die Geschichte besser gesagt zu den Tänzen, was soll gesprochen werden, die ganze Feinplanung, was braucht man an Technik, was braucht man an Musik, was braucht man an Deko, die ganzen Kostüme, also es ist doch zum Schluss dann immer sehr, sehr viel, was geplant werden muss. Die Herausforderung ist immer, so viele Leute unter einen Hut zu kriegen, das Ganze rechtzeitig fertig zu haben, die Leute bei Laune zu halten. Ja, die Herausforderung ist eigentlich immer, dass so viele Leute so viel Zeit und Liebe investieren wollen, können, müssen, um diese Show einfach zu stemmen. Wir finden ein gelungenes Ergebnis. Ob mit Witz, Überraschungseinlagen oder tänzerischer Vielfalt. Der TSC Rot-Weiß Dingolfing hat uns wieder in eine orientalische Nacht entführt, aus der man gar nicht mehr aufwachen möchte.